Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier. Und heute möchte ich euch ein paar richtig, richtig coole Dragged Unity Combos zeigen. Und zwar drei an der Zahl. Zwei Standard-Kombos würde ich sagen und eine Combo, die zeigt, wie es ist, wenn man irgendwie eine Brick-Hand zieht. Zumindest eine vermeintliche Brick-Hand. Und weil die Combos halt relativ lang sind und ich versuche schon schnell genug zu machen, aber trotzdem will ich ja noch da auch nicht so durchrushen, wird es auch noch ein weiteres Testhand-Video geben, weil ich gerade auch einfach hart Bock habe, euch das Dragged Unity Deck näher zu bringen, weil das Deck einfach so viel Spaß macht und jetzt, wo ihr euch das auch gewünscht hattet und ich das selbst wieder mehr gespielt habe, einfach so geil. Eine Liebe ist wieder neu entflammt worden, würde ich mal sagen. Und ja, einfach super, super geiles Deck. Und ich zeige euch jetzt drei sehr coole Combos, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, wenn ihr Dragged Unity spielt. Und ja, bei den Testhänden werdet ihr dann sehen, dass dann noch viel mehr passiert, weil jede Hand auch irgendwie natürlich anders ist und man fast jede Hand anders spielen kann. Aber ich werde euch jetzt einfach ein paar simple, also simple in Anführungsstrichen, Kombos zeigen, die zumindest simpel anfangen. Das Deck ist relativ kompliziert, aber ich bin überzeugt davon, dass wenn man Bock auf das Deckthema hat und sich ein bisschen reinfuchst, kann das safe jeder spielen so. Deswegen hoffe ich, dass dieses Video ein bisschen dazu beiträgt. Aber jetzt habe ich schon lange genug gelabert. Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit der ersten Combo. Los geht's. Aber vorher, lasst mir gerne Like, Kommentar und Abo da. Würde mich extrem freuen. Aber jetzt geht's wirklich los. So Leute, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die erste Combo an und diese Combo beinhaltet einfach nur ja, zwei Karten, aber nur eine davon ist wirklich relevant und zwar braucht ihr dafür Dragged Unity, Remus und irgendeine Karte. Es ist wirklich komplett egal, was für eine Karte. Ihr braucht einfach nur irgendwas, was ihr jetzt am Anfang der Combo abwerfen könnt und durch diese Karte alleine plus eine Abrufkarte werdet ihr halt drei Interruptions hinbekommen, was halt sehr geil ist. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das machen. Und zwar werden wir anfangen, indem wir Dragged Unity Remus abwerfen, um uns eine Drachenschlucht zu suchen. Drachenschlucht, ja, einfach sehr geile Karte. Die aktivieren wir auch direkt, aktivieren den Effekt, werfen die Abrufkarte ab und suchen uns Dragged Unity Legatus. Den können wir als Spezialbeschwörung beschwören. Ich mache es einfach mal für den Platz in Angriff. Weil wir die Drachenschlucht kontrollieren. Jetzt, da wir ein Dragged Unity Monster kontrollieren, können wir den Effekt von Remus im Friedhof benutzen, ihn als Spezialbeschwörung beschwören und mit den beiden, und ich bin verbannt, weil er seinen Effekt benutzt hat, mit den beiden machen wir dann unseren Dracheneinheitritter Gay Dark. Wir aktivieren jetzt seinen Effekt, suchen uns unsere Zephyros, die Elite, müssen ja direkt wieder abwerfen, weil wir können es versuchen und müssen dann aber auch wieder was abwerfen. Das ist aber gar nicht schlimm, weil Zephyros Elite können wir beschwören, indem wir die hier auf die Hand zurückgeben, ihn beschwören und 400 Lebenspunkte verlieren. Jetzt können wir mit den beiden hier unser nächstes Extra-Deck-Monster machen und zwar unseren Dracheneinheit-Ritter Romulus. Jetzt können wir Romulus Effekt aktivieren, um uns Dragged Unity Glow zu suchen, die eine der wichtigsten Karten in dem Deck. Die aktivieren wir jetzt auch direkt und suchen uns damit unseren Dracheneinheit Waffe Mistleton. Und den beschwören wir jetzt, indem wir ein Monster als Tribut anbieten, und zwar Romulus. So, und wenn er beschworen wird von der Hand, dürfen wir ein Monster von unserem Friedhof, also ein Dracheneinheit Monster, an ihn equippen. Wir equippen in dem Fall Gay Dark. Und jetzt können wir den Effekt von Glow aktivieren. Wir verbannen Glow vom Friedhof und beschwören ihn als Spezialbeschwörung, können seinen Effekt wieder aktivieren, weil er ja nicht bei uns per Turn ist, suchen uns den Samsara Dragon, werfen ihn direkt wieder ab, aber das ist doch super, weil wir wollen ihn im Friedhof haben. So, jetzt machen wir mit den beiden hier unser Rang 6 Monster, den priesterlichen Drachenkönig von Atum, aktivieren seinen Effekt und jetzt müssen wir ihn hier als Material ablegen, das ist ganz wichtig, weil wir ihn jetzt ja gleich vom Friedhof zurückbeschwören wollen, um unseren Dark Metal Dragon aus dem Deck zu rufen. Auch einfach so eine schöne Karte. Aktivieren seinen Effekt, rufen Gay Dark zurück, aktivieren wieder Gay Darks Effekt, suchen uns Phalanx, das ist in dem Fall tatsächlich wichtig, um sie halt direkt wieder abzuwerfen, weil wir halt ein Material brauchen, womit wir halt gleich eine Synchro-Beschwörung machen können. So, dann machen wir jetzt mit den beiden hier unsere erste Sphäre, machen sie jetzt auch einmal dahin, aktivieren jetzt den Effekt von unserem Samsara Dragon, verbannen den Samsara Dragon, holen uns Mistleton wieder auf die Hand und können sofort eine Tributbeschwörung machen, indem wir unsere
Heavenly Spheres als Tribut anbieten. Beschwören ihn. Jetzt Chaining 1, Chaining 2. Ist auch sehr cool, weil die Karte ist halt mandatory. Das heißt, der Effekt geht immer als Chaining 1. Aber da wir noch einen anderen Effekt haben, können wir die halt Chain blocken. Nicht, dass das jetzt noch wichtig wäre, weil wenn der Gegner eine Ash gehabt hätte, hätte er sie wohl schon benutzt. Aber der Chaining 2 ist, equippt er sich mit Phalanx. Und mit der Sphäre beschwören wir aus unserem Deck den obersten König Drachen Finstergewürm, der seinen Effekt aktiviert und uns das oberste König Tor Unendlichkeit sucht. So, jetzt können wir Phalanx als Spezialbeschwörung beschwören, weil er equipped war. Und jetzt können wir mit den beiden hier unsere erste Negation machen, und zwar den Kaliberlade Wilddrachen. Der rüstet sich dann ja vom Friedhof mit einem Linkmonster aus, hat jetzt zwei Annullierungen, was halt auch sehr cool ist. Und jetzt haben wir schon unsere erste Negation. Und jetzt können wir mit den beiden hier wieder unsere Sphäre machen. Ja, wo ist sie? Unsere zweite Sphäre. Hier. Genau, da haben wir wieder eine Sphäre. Dann können wir Drachenschlucht wieder aktivieren. Ist zwar schon länger her, aber ist halt, wie gesagt, nur ein Soft-Transport-Turn. Werfen jetzt das Tor der Unendlichkeit, was wir uns gesucht haben, ab. Und suchen uns Dracheneinheit Dux. In dem Fall ist es halt sehr cool, weil wir halt nichts auf der Hand brauchen. Wir hatten noch keine Normalbeschwörung, was halt wirklich krass ist. Beschwören wir ihn als Normalbeschwörung. Rüsten ihn jetzt mit Phalanx aus. Beschwören die Phalanx. Machen mit ihm und Phalanx unsere Vajana. Vajana hat den Effekt, dass sie sich auch wieder equippen kann. Und dann machen wir auch wieder mit den beiden hier das nächste Synchro-Monster. Und zwar unseren Kristallflügel-Synchro-Drachen. Ja, und das ist das Ende unserer Combo. Und ja, wenn der Gegner jetzt halt dran ist, können wir sie halt als Tribut anbieten, was von ihm auf die Hand zurückgeben im Optimalfall. Und dann noch unseren Goliath beschwören, der ein extra Recklock ist. Aber klar, gerade ist er nicht geschützt. Das heißt, der Gegner kann einfach in die Battleface gehen, über ihn angreifen. Aber trotzdem, selbst das ist halt schon sehr geil, weil der Gegner dann die beiden hier auf jeden Fall nicht mehr im Kampf besiegen kann und sie anders loswerden muss, was sehr, sehr cool ist. Und ja, Leute, einfach sehr, sehr nice. Und genau, so würde das Endboard aussehen von nur einem Remus mit irgendeiner random Handkarte. Und ich muss sagen, ich persönlich finde das schon ziemlich, ziemlich strong. So Leute, die nächste Kombo, die ich euch zeigen will, beinhaltet Dracheneinheit Senatus und irgendeinen der kleinen Tuner, also Phalanx oder Kus. Einer von den beiden muss es schon sein, sonst wird die Kombo ein bisschen schwächer, aber ne, also wir spielen vier von den kleinen Tunern, und wenn ihr Bock habt, findet ihr davon natürlich auch mehr im Main Deck spielen, aber ich will euch einfach zeigen, warum meiner Meinung nach Senatus immer noch eine ultra wichtige Karte ist und warum ich sie nicht seltener als auf 3 spielen würde. Und zwar würde der Spielzug so losgehen, dass wir ihn beschwören, seinen Effekt aktivieren, Phalanx abwerfen. Und wie gesagt, es ist egal, ob wir Phalanx oder Kus haben. Das, was wir abwerfen, wir holen uns halt einfach das Gegenstück dazu hierhin. So, jetzt können wir Kus beschwören, machen mit Kus und Senatus erstmal wieder relativ Standard ihn, aktivieren seinen Effekt, holen uns jetzt mal den Baby Rock, den wir dann ja direkt abwerfen müssen. Aber der beschwört sich dann, wenn wir ihn abgeworfen haben, als Effekt. Und dann können wir mit den beiden hier jetzt unseren Romulus machen. Und man könnte jetzt denken, ja gut, aber die Kombo ist ja auf jeden Fall schon mal schlechter als die davor, weil wir haben ja keine Normalbeschwörung mehr. Ja, das kann man so nicht ganz sagen. Wir haben jetzt auf jeden Fall seinen Effekt, suchen uns wieder einen Glow, aktivieren Glow direkt, suchen uns wieder unseren Mistleton. Dann beschwören wir Mistleton, indem wir ihn als Tribut anbieten. Mistletons Effekt holt uns wieder Gay Dark als Equip. Dann banishen wir wieder den Glow, um ihn nicht mehr als Equip zu haben, sondern als Spezialbeschwörung zu beschwören, aktivieren wieder seinen Effekt, holen uns wieder Samsara Dragon, werfen den ab, weil der einfach wieder super wichtig für die Combo noch wird, machen mit den beiden wieder den priesterlichen Drachenkönig von Atum, aktivieren wieder seinen Effekt und ja, legen wieder ganz gezielt ihn ab, um ihn hier zu beschwören. Und Leute, wenn euch das zu schnell geht, dann macht ruhig langsamer oder macht mal Pause und so, ich will nur nicht zu lange machen, weil sonst wird das Video halt 3 Stunden lang gefühlt. Und ja, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwie was erklärt haben wollt oder so, versuche ich natürlich immer da auch mein Bestes zu geben. Aber auf jeden Fall können wir jetzt seinen Effekt aktivieren, ihn hier vom Friedhof beschwören, seinen Effekt aktivieren und uns jetzt Sephiroth die Elite holen und dann auch wieder abwerfen. Dann machen wir mit den beiden hier wieder wie vorhin unsere erste Sphäre, aktivieren jetzt den Effekt
von Samsara Dragon im Friedhof wieder, verbannen ihn, holen uns Mistleton auf die Hand und bieten uns unsere Sphäre als Tribut an, um ihn zu beschwören. Channing 1, Channing 2. Er equippt jetzt vom Friedhof in dem Fall Kus. Das ist hier auch relativ wichtig, weil wir wollen seinen Stufe 4 Effekt, also dass er Stufe 4 sein kann, den Effekt wollen wir auf jeden Fall benutzen. Und als Chaining 1 kommt dann ja als Spezialbeschwörung vom Deck, in dem Fall Remus. Und jetzt kommt eigentlich das, was auch mega cool ist so. Wir geben Remus auf die Hand zurück, um unsere Zephyros, die Elite, zu beschwören. Jo, und was halt jetzt echt geil ist, also wir können jetzt an sich Remus noch abwerfen, um uns eine Drachenschlucht zu suchen, aber tatsächlich brauchen wir in diesem Zug gar nicht unbedingt, sondern können jetzt Kus Effekt aktivieren, ihn beschwören und können jetzt mit den beiden unseren Barker machen, Barkers Effekt aktivieren und wieder mehrere Tuner an ihn equippen, in dem Fall aber nur die zwei. Dann können wir Remus vom Friedhof beschwören, weil wir ein Dragunity-Monster kontrollieren und können jetzt schon anfangen, in die Endsachen unserer Combo zu gehen. Machen die beiden hier zu einer weiteren Sphäre. Beschwören die Phalanx, machen mit Phalanx in ihm jetzt unseren Chaos-Herrscher. Aktivieren seinen Effekt, dafür würde ich jetzt einmal das Deck mischen, weil theoretisch die Combo funktioniert auch komplett. Wir brauchen seinen Effekt dafür nicht, aber wenn man mal Glück hat, kann es halt sein, dass man halt irgendwas Cooles noch aufdeckt. Wir decken jetzt 5 Karten auf. Und wenn ein Licht- oder Finsternismonster dabei ist, können wir das auf die Hand nehmen. Jo, wir haben ein Finsternismonster, das nehmen wir. Alle anderen kommen auf den Friedhof, was aber auch nicht schlecht ist, weil zwei davon sich halt auf dem Friedhof beschwören können. Machen wir jetzt nicht, weil jetzt einmal nur zusätzliche Bodies aufs Feld bekommen, bringt nicht so viel. Aber wir können jetzt auf jeden Fall dann noch Kus beschwören. Können mit Kus und ihm hier unsere erste Monsterannullierung machen. Aber das Geile ist halt, dass wir ihn jetzt zurückholen können, indem wir von unserem Friedhof, und dafür brauchen wir wie gesagt auch seinen Effekt nicht, weil das sind Karten, die wir immer im Friedhof haben, Sphäre und ihn zum Beispiel, können wir verbannen, um ihn halt zu beschwören. Und dann machen wir mit den beiden hier unseren Nummer 38 Hoffnungsvorboten Drachen Titanengalaxie. Und theoretisch können wir die jetzt ja auch noch aktivieren, die abwerfen und uns was suchen. Aber wie gesagt, leider haben wir unsere Normalbeschwörung ja schon benutzt. Deswegen, ja, wir können uns aber trotzdem quasi für den nächsten Zug entweder einen Remus holen oder in dem Fall halt, na, wo ist er denn? Übersehe ich ihn gerade? Unseren Dux. Wo ist der Dux? Den haben wir gerade excavated, oder? Ja, okay, dann können wir ihn natürlich nicht suchen, sondern, ja, dann suchen wir uns tatsächlich einfach einen Remus für den nächsten Zug. Und ja, Leute, und jetzt haben wir halt wirklich den geilen Fall, dass wir Nummer 38 haben und Sphäre. Das heißt, wir haben wirklich einen ziemlich safen Extra-Deck-Lock. Und eine Zauberannullierung und eine Monsterannullierung, die banished. Und durch ihn natürlich auch noch ein Bounce. Also sehr, sehr cool. Und auch das wieder nur durch zwei Karten. Und ja, Leute, ich persönlich feiere das wirklich extrem. So, Leute, und als letzte Kombo will ich euch zeigen, was passiert, wenn man eine wirklich richtig beschissene Hand zieht. Also wir haben hier ein Habchen Flederbüsch, der nichts macht. Wir haben den blödesten Brick, den man ziehen kann, den Psy-Höhlentreiber, obersten König Dorn Endlichkeit, die wir uns eigentlich auch nur während der Kombo suchen wollen. Wir haben keine gute Normal sammeln, aber was wir haben, ist Glow schon auf der Starthand und wir haben einen unserer kleinen Tuner. Und deswegen wollte ich euch mal zeigen, was man nur dadurch auch erreichen kann. Diese Kombo ist trotzdem die, sage ich mal in Anführungsstrichen, schlechteste, weil sie die meisten Ressourcen verbraucht. Aber sie soll einfach zeigen, dass dieses Deck selbst mit einer Brick-Hand das Potenzial hat, durch Glow echt krasse Sachen zu vollbringen. So, und wir fangen jetzt einfach mal direkt an, indem wir unseren Glow aktivieren und uns unseren Mistleton suchen. So, dann beschwören wir als Normalbeschwörung unseren Kus, was halt immer ein bisschen bitter ist, aber ist okay. Wir biegen das Tribut an, als Spezialbeschwörung, dass wir ihn beschwören können. Er equippt ihn, er kann sich selbst beschwören und mit den beiden hier machen wir dann unseren Romulus.
So, Romulus aktiviert seinen Effekt und sucht uns diesmal, weil wir Gloria schon benutzt haben, tatsächlich die Drachenschlucht. Die wir direkt aktivieren. Aktivieren noch den Effekt, um direkt eine der Brickkarten loszuwerden und uns Remus zu suchen. Dann werfen wir Remus ab, suchen uns noch eine Drachenschlucht, aktivieren noch eine Drachenschlucht, aktivieren noch ihren Effekt, werfen den nächsten Brick ab und suchen uns wieder unseren Legatus. So, dann können wir Legatus wieder als Spezialbeschwörung beschwören. Unseren Remus können wir dann auch als Spezialbeschwörung beschwören. Und dann können wir mit den beiden hier wieder unser wichtigstes Monster machen, und zwar unseren Gay Dark. Dann aktivieren wir seinen Effekt, holen uns wieder Sephiroth die Elite, werfen die ab. Und jetzt beschwören wir Sephiroth die Elite, indem wir die Field Spell zurückgeben, sie direkt wieder aktivieren, ihren Effekt benutzen, um die hier abzuwerfen. Aber diesmal suchen wir uns nichts, sondern schicken Samsara Dragon auf den Friedhof. Das ist halt ganz wichtig, weil wir brauchen Samsara Dragon ja im Friedhof, um unsere Kombos weiterzumachen. So, jetzt machen wir mit den beiden hier, das ist zwar ein bisschen weird, aber machen wir unsere Sphäre und aktivieren jetzt den Effekt von unserem Samsara Dragon, dass wir ihn banishen und uns unseren Mistletoe wieder auf die Hand holen, um jetzt eine Spezialbeschwörung zu machen, indem wir ihn als Tribut anbieten, Mistletoe beschwören, Chainik 1, Chainik 2 und mit ihm hier equippen wir auf jeden Fall Kus und durch die Sphäre beschwören wir aus unserem Deck unsere Phalanx. Wirkt alles ein bisschen weird, aber trotzdem seht ihr, glaube ich, schon, wie viel wir schon wieder hinbekommen haben. Einfach nur dadurch, dass wir halt, hier ein paar Monster am Start haben. So, dann aktivieren wir Kus, beschwören ihn und jetzt machen wir tatsächlich mit den beiden hier wieder eine neue Sphäre. Hoppala. So. Und machen jetzt mit den beiden unseren Barker. Und ja, wenn Barker durchkommt, ist das ja auf jeden Fall immer schon echt Gold wert. Denn jetzt können wir Barkers Effekt aktivieren. Können Kus equippen, Phalanx. Und diesmal equippen wir tatsächlich auch noch unseren Gay Dark. Weil wir unseren Glow noch im Friedhof haben und nicht benutzt haben. Ganz wichtig. Aber das würde ich sagen, holen wir einfach mal direkt nach. Benutzen den Effekt von Glow, um ihn als Spezialbeschwörung zu beschwören. Und jetzt haben wir halt wieder ein gutes Stufe 6 Monster auf dem Feld. Wir können seinen Effekt auch noch aktivieren. Und gucken mal. Und holen uns wieder Mist Valley Baby Rock, den wir wieder abwerfen. Der specialt sich dann direkt. Ja, und dann machen wir mit den beiden hier einfach wieder unseren Chaos-Herrscher. So. Jetzt würde ich hier kurz das Deck mischen. Wobei es wieder nicht, was ganz wichtig dazu zu sagen, ist es wieder nicht relevant für die Combo, ob wir hier jetzt was Gutes aufdecken. Es ist alles nur Bonus. So. Gucken wir uns mal die obersten 5 an. Ist wieder ein Tempest dabei. Jo, und das ist natürlich sehr, sehr geil. Das ist genau das, was man sehen will. Wir können uns jetzt eine von diesen drei Handtraps halt aussuchen, die wir einfach auf unsere Hand nehmen. Und das ist halt so geil. Je nachdem, gegen was wir spielen, würde man halt sich entscheiden. Aber ich nehme jetzt einfach mal Effect Veiler. Die anderen Karten gehen schön in Grave. Jo, und jetzt sind wir aber ja noch längst nicht fertig. Jetzt können wir halt noch Kus beschwören. Wir können auch Phalanx noch beschwören, obwohl das tatsächlich gar nicht mehr nötig wäre. Das ist tatsächlich einfach ja, ein Extender, den wir gar nicht unbedingt gebraucht hätten. Wir hätten zum Beispiel gerade auch mit Gay Dark einfach einen Remus und suchen und den Friedhof legen können, einfach damit wir ihn da haben für den nächsten Zug, weil wir hätten genau das gleiche machen können. Außer, dass wir jetzt halt ein Monster am Ende auf dem Feld mehr haben, was nicht wirklich relevant ist, aber auch auf jeden Fall ja nicht schadet. Wir machen jetzt auf jeden Fall mit den beiden hier wieder mal unsere nice Monster-Annullierung und können jetzt unseren Chaos-Drachen wieder zurückbeschwören, indem wir die Karte und die, die ja safe in der Combo auch benutzt wurden, wieder verbannen. Ja, und jetzt können wir einfach mit den beiden hier wieder unsere Nummer 38 machen. Und ja, Leute, jetzt haben wir zwar quasi Monster über, aber das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Wir haben sogar noch eine Handtrap nachgezogen, sage ich mal. Und ja, was soll man dazu groß sagen? Ich persönlich finde einfach, dass das mega, mega gut ist. So, dadurch, dass wir jetzt sogar ein
Tempest gemillt haben, könnte man dann überlegen, ob man, weil im Extra Deck spiele ich nichts, was uns da was bringt, aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, man macht den Crystal Wing nicht so super oft oder ja, in dem Boreal Sword brauche ich nicht, ich komme auch so über große Monster drüber oder ich brauche ihn nicht, weil Going Second mache ich andere Sachen, dann kann man auch überlegen, ob man irgendein cooles, ich weiß nicht, ob es ein gutes Stufe 9 Synchro Drachenmonster gibt, was man einfach beschwören kann. Aber ja, das könnte man theoretisch auch noch machen, indem man jetzt Tempest beschwört, so, aber ja. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es so krass, wir hatten quasi eine wirkliche Brick-Hand, die nach, wirklich nach nichts aussah und wir kriegen einfach, ja, annähernd unser bestes Board hin und ja, Leute, das ist einfach wirklich, wirklich geil und auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich dieses Deck so sehr liebe. Yo Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, ob euch das weitergeholfen hat. Und ich hoffe, ihr habt auch noch Bock auf die Testhände. Ich werde das auf jeden Fall machen, weil das meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, da nochmal zu zeigen, dass halt es so viele verschiedene Wege gibt, wie man das Deck spielen kann. Man sieht es jetzt allein ja schon in den Kombos. Jede Kombo hat mit anderen Startkarten angefangen. Und allein das, finde ich, ist schon wirklich, wirklich krass. Und deswegen, ja, hoffe ich einfach, dass euch das gefallen hat und dass euch auch das nächste Video gefallen wird. Und ja, Leute, ich würde mich sehr freuen, euch auch beim nächsten Mal wiederzusehen. Euer Francis Gaming.